Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen hier zurück zur 100 Baby Challenge, zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr und wir sehen, wir haben hier eine sehr stinkende Emma in der Hand, die jetzt gebadet wird. Ja, in der letzten Folge sind ja sowohl Samuel als auch Chloe gealtert und Marvin ist zur Welt gekommen. Um den haben wir uns vorhin schon gekümmert, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass unsere Kleinen hier sauber werden, denn beide sind schmutzig, aber Emma, fand ich, braucht es gerade dringender. Oh, Zeh in den Mund. Oh, ich hab's wieder verpasst. Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Wann haben die beiden Geburtstag? Bald, ne? Und Marvin hat heute Geburtstag. Stimmt ja, der wird heute älter. Oh mein Gott. Dann haben wir drei Säuglinge. Oh nö. Ja, und wir brauchen noch ein Bettchen für den Kleinen. Okay. Packen wir mal noch ein Bettchen. Wo haben wir es? Wir nehmen noch eine andere Farbe. Einfach, weil wir können. So, dann haben wir da schon mal das dritte Bettchen. Ja, und er wird heute natürlich älter. Das, ja, Emma hier wieder absetzen. Dann baden wir noch kurz Bernadette. Und dann würde ich sagen, lassen wir Marvin älter werden. Mein Gott. Oh mein Gott, oh, und hier ist das Spülbecken, ist kaputt. Na ganz toll. Das ersetzen wir jetzt ausnahmsweise. Ist mir jetzt gerade egal. Ja, und da haben wir auch eine Stinkewindel. Die wird jetzt gewaschen. Also, die Bernadette wird gewaschen, nicht die Stinkewindel. Ja, und Willow ist auch schon müde, aber das machen wir jetzt kurz noch. Wir lassen jetzt Marvin älter werden, meine Güte, es ist kaum zu glauben, aber es ist wie es ist. Was habt ihr? Angst vorm Gewitter. Ja, Happy Birthday, kleiner Marvin. Werd älter, werde älter. Ich glaub es kaum. Ja, und sie gepennt. Wir haben, oh sonnig, diese Sims lächeln und kichern viel und mögen den Kontakt zu anderen Sims, wodurch sie jedoch auch mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit brauchen. Haben wir nicht schon jemanden mit diesem? Ja, genau. Also Bernadette ist auch sonnig. Was hast du? Oh, du hast Hunger. Ja, meine Güte. Dann füttern wir ihn doch gleich mal. Hallo, kleiner Marvin. Hallöchen. Oh, ist das süß. Und die Kleinen hier heulen sich die Seele aus dem Leib. Ja. Es tut mir leid. Ich kann mich gerade nicht um euch kümmern. Ich bin müde und ich kümmere mich hier um euren Bruder. Yay. Oh, das wird sicher anstrengend. Philipp, der wirklich gute Bruder, lässt jetzt seine kleine Schwester Emma ein bisschen auf seinem Arm schlafen, denn sie ist müde, aber sie kann natürlich wieder nicht einschlafen. Und deswegen lässt er sie jetzt ein bisschen bei sich schlafen. So süß, ne? Finde ich toll. Und der gute Samuel räumt hier schon fleißig auf. Das ist natürlich super. Oh, hier packen wir gerade mal noch Geburtstagskerzen drauf und dann können wir hier noch diese Pfütze aufwaschen und ich muss unbedingt was mit dieser Theke machen, ne? Ich pack den mal hier rüber. So, dann kann man die hoffentlich sauber machen. Ja, kann man. Und du, kleiner Mann, schläfst du ein? Wir müssen ihn noch umstylen, ne? Aber er soll jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Hoffentlich klappt's. Na, schläfst du ein? Ja, gucke mal. Super. Oh, Bernadette hat wieder in die Windeln gemacht. Das ist ganz toll. Ja, ich glaube, ich wecke jetzt trotzdem mal Willow.
Und dann wechseln wir mal die Windeln. Windeln wechseln. Dankeschön. Ja, Emma hat auf den Rückenrollen geschafft. Oh, wie toll. Aber sie ist, ihr geht's so schlecht. Nee. Lass sie mal. Füttern wir sie mal. Oh, er muss aufs Klo. Aber er muss leider hier der Mama helfen. Es geht gerade nicht anders. Sie ist auch total müde. Oh, guckt euch das an. Oh je, oh je. Ja, und Bernadette hat auch auf den Rückenrollen geschafft. Ist das nicht toll? So, jetzt packen wir erstmal Bernadette ins Bettchen. Und er bringt Emma ins Bett, nachdem er was auch immer gemacht hat da. Oh, ich hoffe, sie schläft ein mit dem Mobile. So, und du könntest dann mal noch was kochen, denn du hast Hunger. Was kochen wir denn? Nee, ich glaube, das ist scharf. Ja, hier Speckersatz, Salat, Tomatensandwich oder so irgendwas. Marvin ist wieder wach und Philipp ist immer noch der tolle Sohn und unterstützt hier seine Mutter voll und ganz. Ich bin richtig stolz auf ihn. Und er ist nicht zufrieden. Warum? Will weiter ge gehalten werden. Ja, mein Gott, das ist schön. Kann man ihn eigentlich in den Ding packen? In die Rückentrage, genau. Dann wird er ja weitergetragen. Und dann kann er aber noch immerhin weiter Sachen machen. Müssen wir denn überhaupt was machen? Ist er jetzt zufrieden? Ja, ach wie cool. Nee, wir müssen im Moment gar nichts machen, ne? Ja gut, dann könnten wir eigentlich mit Marvin mal ein bisschen ihn mal aus der Rückentrage wieder rausnehmen. Ein bisschen Bauchzeit verbringen, weil momentan ist gerade, ja, läuft gerade gut, ne? Und er ist zwar müde, unser guter Philipp, aber nicht so schlimm. Also das geht schon. Er macht das richtig gut. Ich habe so das Gefühl, das könnte ein Meilenstein werden. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Aber ich finde, er macht das mit dem Kopfheben schon richtig gut. Guckt euch das an. Nee, ich glaube, das wird noch kein Meilenstein. Egal, wir seien jetzt den Kleinen auf jeden Fall mal noch um. Also ich muss sagen, er gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich habe jetzt hier einfach die Hose umgestylt. Hier was anderes angezogen, hier eine andere Windel. Aber ansonsten gefällt er mir wahnsinnig. Ich finde, er sieht so schon schick aus. Also ich habe jetzt gar nicht groß was geändert. Von dem her gehen wir schon zurück ins Spiel. Yay, Bernadette hat sogar schon geschafft, sich auf den Bauch zu rollen. Ist das nicht toll? Aber jetzt müssten wir unbedingt die Windel wechseln. Unbedingt. Windel wechseln. Komm schon. Na los, Damien. Bitte Windel wechseln. So, und Emma ist auch schlecht gelaunt. Oh, die müssen wir baden. Okay, Philipp, weißt du was? Das wirst du übernehmen. Let's go. Chloe kann sich so schon irgendwie selbst beschäftigen. Was hat sie? Überstrahlt. Okay. Würdest du bitte dieses Kind hochheben und dann baden? Und du, warum wechselst du jetzt nicht die Windel? Komm schon. Nein. Windel wechseln. Na los, bitte. Was ist jetzt los? Er macht auch wieder nichts. Doch, er macht was. Ja, du hör auf zu weinen. Och, können wir jetzt
bitte diese Windel wechseln? Sie dreht mir noch durch hier. Okay, jetzt Windel wechseln. Bitte, komm schon. Ist mir egal, wie schlecht es dir gerade geht. Nein! Oh nö! Jetzt wechsel diese Windel. Geht doch. Ja, danke schön. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Okay, die Kleine ist müde, dann bringen wir sie mal ins Bettchen. Hier in den Schlaf legen. Damit sie ein bisschen... Nein! Mann, immer, warum platzieren sie die immer auf dieser Spielmatte? Ich verstehe es nicht. Sie muss schlafen. So, ich wecke jetzt Willow mal wieder auf, damit sie sich um den kleinen Marvin kümmern kann. Der braucht dringend Unterstützung. Und Philipp, der Gute, kann jetzt mal duschen gehen. Das hat er sich definitiv verdient. Und du, meine Gute, du bist eigentlich, mit dir müssen wir nicht, also ist alles in Ordnung. Das ist toll. Bin ich happy. Sie stillt den Kleinen gerade. Braucht er sonst noch irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Aber sie müsste sich nachher mal ein bisschen um sich kümmern. Und wir sollten eigentlich auch noch auf Männerjagd wieder gehen. Ich glaube, wir haben schon wieder keinen mehr. Wir müssen endlich mal ein bisschen vorarbeiten. Sozusagen. Der kleine Mann weint hier. Ich glaube, wir müssen ihm ein bisschen helfen. Er kann nicht einfach einschlafen. Aber wir könnten ja noch mal ein bisschen Tummy-Time mit ihm machen. Vielleicht hilft's, wer weiß. Und dann gehen wir mal noch kurz auf Männerjagd. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hat er schon einen Meilenstein? Ich glaube nicht, ne? Also nicht diesbezüglich. Nee, er müsste noch lernen, den Kopf zu heben. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Also, das wäre ja toll. Dann hätten wir... Könnten wir ihn... Ja, der Kopf heben. Könnten wir ihn vielleicht ein bisschen früher älter werden lassen. Ebenso, ich weiß nicht, ob bis zum Sitzen wollte ich ja eigentlich schaffen. Und dann dürfen wir sie älter werden lassen. Mal schauen. Ob das was wird. Okay, ich würde sagen, ich bereite sie jetzt vor und dann reisen wir mal noch zu einem Haus von ein paar Anwärtern. Da sind wir auch schon. Hier haben wir Daryl. Oh, wir müssen ihn mal noch bitten, nur Freunde zu sein. Sonst wird er nämlich sauer sein. Jetzt ist die Frage, wo macht man das, ne? Das ist jetzt echt eine Frage. Zuwendung? Nee, Tratschen. Ich suche das schnell. Hier bei tiefgründige Gedanken. Bitten nur Freunde zu sein, sonst wird er nämlich sauer, habe ich das Gefühl. Denn wir werden uns jetzt hier mit einem neuen Mann anfreunden oder vielleicht gleich mit mehreren, wenn das klappt. Hat sie das jetzt... Könntest du ihn das bitte fragen? Das wäre toll. Dann haben wir nämlich keine Probleme. Alles klarchen, super. Und hier haben wir zum Beispiel, das ist James Blunt. Der ist mir, glaube ich, von der lieben Christa erstellt worden. Und dass sie mal geschrieben hat, dass der wohl mittlerweile zu alt ist. Nein, keine Sorge, ich habe das so eingestellt, dass nur mein aktiver Haushalt und Sims, die nicht meinen Haushalten angehören, älter werden. Und die anderen Haushalte nicht. Und deswegen altern die nicht. Also wir haben jede Menge Zeit mit diesen Männern. Okay, freunden wir uns mal ein bisschen an. Ästhetik beschreiben, ja, das kannst du machen. Und wir werden auch so schnell wie möglich versuchen, ein bisschen zu flirten. Aber ich würde gerne Daryl aus der Unterhaltung schmeißen. Jetzt läuft er davon. Bleib hier. Wir müssen mit dir reden. Kompliment über Outfit machen. Oh, ich hasse das, wenn die davonlaufen. Das ist immer so anstrengend. Wir müssen uns doch hier unterhalten, sonst wird das nichts. Wir können auch mal noch ein Foto machen. Das verschleunigt natürlich das
kennenlernen, aber ich fühle mich dann immer so, als würde ich bescheißen. Ich weiß auch nicht. Wir wechseln regelmäßig Position, weil die Sims einfach nicht dabei bleiben wollen. Nummern austauschen, könnt ihr doch auch mal noch machen. Und ich hoffe, es kommt an. Ja, guck mal. Er war ja immerhin am Anfang angespannt, dann war er glücklich und jetzt ist er kokett. Also ich finde, wir machen das super und er spricht echt toll auf uns an. Also kann man nichts sagen. Haben wir eigentlich, wie viele? Wir haben 5.800 Punkte. Können wir uns eigentlich... Es gibt doch da so ein Merkmal, gute Küsserin, betörend. Betörende Sims können jeden mit einem einzigen Blick in Flirtstimmung versetzen. Hilft uns das? Oder hier, haben erstaunlichen Erfolg beim Küssen und vermehren ihre Charisma mit jedem Kuss. Ich weiß nicht, darf man überhaupt sowas nutzen? Habe ich auch vergessen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, das hilft. Könnten wir mal machen. Ich muss das nochmal in den Regeln anschauen. Keine Ahnung. Aber ich finde, das läuft doch schon ganz gut mit den beiden. Da hätten wir auf jeden Fall einen neuen. Und hier haben wir noch Marvin. Marvin Simmey? Marvin. Den stellen wir uns einfach auch schon mal vor, damit wir ihn kennen. Und dann können wir ihn später mal irgendwie einladen oder so. Oder irgendwie was unternehmen. Oh, die haben sich jetzt rasant schnell angefreundet. Das ist ja krass. Ja, ich würde aber sagen, wir kehren zu unseren Kindern zurück. Also hier ist das Chaos los. Ich habe mich jetzt schon mal um Marvin gekümmert. Die lagen wieder alle am Boden natürlich. Ich kümmere mich jetzt gerade um Bernadette. Und dann stecken wir sie auch ins Bett. Und dann zum Schluss kommt Emma. Es ist ein absolutes Chaos auf jeden Fall. Aber gut. Und die Kids sollten eigentlich alle schlafen. Oh, Emma hat den Meilenstein auf den Bauchrollen geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und du könntest, ja, spiel halt noch ein bisschen Schach. Du solltest was essen. Das machst du auch. Und du solltest mal duschen. Und hier haben wir wieder ein kaputtes Klo. Das ersetzen wir einfach. Oh mein Gott. Der soll jetzt einfach einschlafen, ganz ehrlich. In die Haia gehen. Ist mir egal. Wir spielen hier nochmal ein Schlaflied ab. Das können wir machen. Aber dann, wir haben keine Zeit für dich. Es tut mir leid. Und du könntest mal aufwachen, weil dich füttern wir nicht gerade noch schnell. Und dann stecken wir sie auch ins Bettchen. Und du schlaf doch einfach ein. Bitte. Komm schon. Das hat jetzt eigentlich immer funktioniert. Na? Schläfst du ein? Ja, gucke mal. Und Emma kommt dann hier rein. Puh. So. Oh je, was hat sie? Aua, weil gestillt. Beißen ist ein normaler Entwicklungsabschnitt, aber wer hätte gedacht, dass die kleinen Zähnchen so scharf sein können? Oh je. Ja, ich schicke jetzt unsere liebe Willow ins Bett. Sie ist nämlich wieder todmüde. Sie hat sich um alle Kids gekümmert, hat dann noch schnell was gegessen. Und jetzt darf sie sich erstmal hinlegen am Morgen um 6 Uhr. Aber ihr Lieben, ich würde mich tatsächlich an dieser Stelle schon verabschieden. Ich finde, wir haben wirklich viel geschafft in dieser Folge. Die Kleinen haben einige Meilensteine erreicht und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Damit vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!